Hallo, ein ganz, ganz kurzes Video heute zu einem, ja, sehr ernsten Thema. Ich will gleich zur Sache kommen. Bitte nehmt Depressionen ernst. Nehmt Burnout bzw. Boreout ernst. Wenn ihr das selber habt, aber auch wenn ihr jemanden kennt, der das hat oder Anzeichen zeigt. Depression oder sich nicht gut fühlen, das ist kein Spaß. Es ist keine Krankheit, wo ich jetzt irgendwie einen Bluttest mache und dann ist da ein Virus oder man hat irgendwie, keine Ahnung, unter dem CT oder unter dem Röntgenbild irgendetwas. Eine Depression ist etwas, wenn man sich nicht gut fühlt und wenn man traurig ist und man weiß oft nicht, warum das so ist. Es gibt Depressionen. Da weiß man es, wenn vielleicht viel schief läuft im Leben, vielleicht auch wenn man um jemanden trauert und man ist depressiv oder man ist arbeitslos, langzeitarbeitslos oder whatever. Aber es gibt auch Menschen, die haben das, obwohl sie erfolgreich sind, offenbar auch erfolgreich sind und auch jedenfalls objektiv betrachtet gesund sind und aber trotzdem diese Signale aussenden. Und wenn ihr jetzt vielleicht Chef seid oder Chefin, oder Vorgesetzter seid oder ein Kollege oder Kollegin. Ihr habt zum Beispiel jemanden unter euch oder neben euch, der zum Beispiel oft krank ist, der viel vergisst, der relativ melancholisch wirkt. Habt keine Scheu, sprecht ihn an, sprecht es an, schimpft nicht über so Leute, sagt nicht, oh, jetzt ist die schon wieder krank, das ist bestimmt faul und verlängertes Wochenende, bla bla bla. Nein, sprecht diese Leute an. Fragt sie direkt, ist alles in Ordnung? Stimmt was nicht? Kann ich dir helfen? Weil Menschen mit Depressionen, die wissen oft gar nicht, was kann ihnen helfen. Und es ist ganz wichtig, das Umfeld. Das Umfeld ist sehr wichtig. Diese Bitte habe ich. Jetzt. Bitte keine Angst, ich bin nicht selber betroffen. Mir geht's gut. Ein bisschen gut, ein bisschen traurig oder depressiv oder niedergeschlagen ist jeder einmal. Das kennt jeder. Aber es gibt Menschen, die kommen aus diesem Loch nicht mehr heraus. Es sind interessanterweise hauptsächlich Menschen, die sehr intelligent sind, wahrscheinlich weil sie zu viel über alles nachdenken und zu viel hinterfragen. Könnte sein, keine Ahnung. Und die eben letztendlich zu dem Entschluss kommen, ihr Leben hat keinen Sinn mehr. Und das ist Quatsch. Jedes Leben hat einen Sinn. Bitte redet euch so etwas nicht selber ein. Wobei ich jetzt hier mit diesem Video hauptsächlich die Menschen ansprechen möchte, die im Umfeld sind. Ja? Also wie gesagt, Freunde, Familie, Kollegen, Chef und so weiter. Jemand, wo Burnout hat oder Boreout. Burnout ist praktisch, wenn man überfordert ist. Boreout ist eher, wenn man unterfordert ist und hat aber dann letztendlich dieselben Symptome. Also man ist depressiv und Schlaflosigkeit und so weiter. Solche Menschen senden auch Signale. Ja, also achtet auf diese Signale. Nehmt es ernst. Macht euch über so Leute nicht lustig oder schimpft über die oder ich habe schon erlebt, dass Vorgesetzte gesagt haben, nee, ich glaube dir nicht, dass du krank bist oder zu Hause angerufen haben, kontrolliert haben, ist die auch wirklich krank, ist der auch wirklich nicht beim Arzt gewesen und so weiter und so fort, das verschlimmert alles nur. Habt für so Leute ein offenes Ohr. Klar, es gibt immer wieder schwarze Schafe, wo jetzt wirklich nicht krank sind und wo vielleicht wirklich faul sind oder so, das weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist eine absolute Minderheit. Jemand, wo sich nicht wohlfühlt, da ist irgendein Grund da. Es ist immer irgendein Grund da und es sind immer irgendwelche Menschen da, die auch helfen wollen. Weil das Schlimmste, was einem Depressiven, jemand, wo Depression hat, passieren kann, ist, dass er das Gefühl hat, dass er alleine ist. Und man muss, nee, nicht, man muss, ich will es anders formulieren, das ist blöd ausgedrückt. Man sollte füreinander da sein. Füreinander da sein.
Und wenn ihr jetzt betroffen seid und sagt, ja, ich bin komplett alleine, es gibt niemanden und mich nimmt niemand ernst oder so, es gibt immer Leute, die helfen wollen, die helfen wollen. Und lasst euch helfen. Es ist absolut keine Schande, sich helfen zu lassen. Absolut nicht. Wenn man krank ist, wenn man Schmerzen hat, dann geht man auch zum Arzt, weil man möchte, dass es einem besser geht. Und wenn jetzt die Seele, sage ich mal, Schmerzen hat, dann gibt es da auch Möglichkeiten, sich helfen zu lassen. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Weil das Leben ist was Besonderes, ist etwas Besonderes. Naturwissenschaftlich betrachtet sind wir mit unserem Gehirn, mit unserem Intellekt, mit unserem Bewusstsein, wir sind praktisch das Bewusstsein von einem riesigen lebensfeindlichen Universum. Der Großteil unseres Weltalls und unserer, in Anführungszeichen, Natur außerhalb der Erde ist sehr lebensfeindlich. Und wir leben hier auf diesem kleinen Staubkorn und denken über Dinge nach, was vorm Urknall war, wie der Urknall entstanden ist, ob es noch Aliens gibt, andere Lebensformen und so weiter und so fort. Das ist etwas unglaublich Besonderes. Und wir wissen nicht, ob es ein Danach gibt. Das wissen wir nicht. Deswegen das Hier und Jetzt zählt. Genießt das Hier und Jetzt und macht das Beste daraus. Man muss kein Multimillionär sein, um ein tolles Leben zu haben. Sonst gäbe es nicht so viele Multimillionäre, die depressiv sind. Man muss kein Star sein, um ein tolles Leben zu haben. Man muss kein riesiges Haus haben oder das neueste Auto oder so etwas. Megajob. Nein, ihr seid jetzt da und jeder hat irgendetwas, wo er sagt, das macht mich glücklich. Auch ohne viel Geld, auch ohne Ruhm und Reichtum, ja. So, das möchte ich nur gesagt haben. Passt auf euch auf. Bleibt neugierig und bleibt gesund. Das war's. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.